die Taschenlampe. Ja, nimmst du den Elektronikbeutel? Ich nehme den Elektronikbeutel. Dann nehme ich die Reisetasche. Und dann kommen wir hoch. Und dann hoch. Philipp und Veronika haben 4 Kinder und müssen selber jeden Cent umdrehen. Aber auf den Besuch der Freunde sind sie vorbereitet, wie so oft in letzter Zeit. Seitdem die wirklich keinen Strom mehr hatten, waren sie sehr häufig hier. Ja. Insgesamt ja, eine Woche sogar komplett durch. Anderthalb. Wenn man es hochrechnet, fast 3 Wochen. Doch, das sind Horst und Sabine. Das junge Paar lässt die Freunde aus Solingen nicht im Regen stehen. Deren Besuch bedeutet viel Organisationsstress. Einmal die Box, die aufgeladen werden muss. Ja. Jetzt sind unsere Handys. Schwer. Hier ist die Lampe. Und das ist für das Powerpack. Da müssen wir nachher auch noch, wenn wir unterwegs die Handys nochmal aufladen können. Ja. Diesen Zusatzstrom. Stimmt. Ist ja einiges, was ihr habt. Wie viele Handys habt ihr insgesamt? 3 Stück. Ihr seid 2 Leute. Warum habt ihr 3 Handys? Er hat einmal eins, also ich habe normal ein Handy und Horst hat 2 Handys, weil 2 Handynummern. Eine Handynummer hat er seit Ewigkeiten schon. Wo und das andere habe ich nur rein für Internet. Ja, das andere rein für Internet, weil das einmal Internet und einmal ein Telefon zum Telefonieren. Im Monat geben wir für beide Handys so Pi mal Daumen 30 Euro aus. Es gäbe ja auch Handyverträge mit Telefon und Internet zusammen. Aber egal, jetzt kommt der gemütliche Teil des Besuches. Zwischendurch finde ich das mal ganz gut mit Freunden. Jetzt gemütlich beim Kaffee. Habt ihr gute Freunde oder wir haben gute Freunde, wo man sich den Strom aufladen kann oder die Handys besser gesagt aufladen kann. Nicht nur Strom fürs Handy, auch ihre Waschmaschine stellt Veronika den Freunden gerne zur Verfügung. Also irgendwie so ein Kurztrip, so ein kurzen Wochenendeurlaub ist halt schon irgendwie auf der einen Seite für mich hier. Ich habe 4 Kinder, da muss ich mit dem Waschmittel und so auch rechnen. Vielleicht, wenn da Geld da ist, können wir auch den mal Waschpulver mal kaufen. Weil bisher habt ihr ja immer von euch aus. Veronika tut alles für die Freundin. Ausgenutzt fühlt sie sich trotzdem nicht. Also mit der Wäsche hast du viel Arbeit, ne? Ja, ich habe mit der Wäsche viel Arbeit. Auch so spülen muss ich, da die Spülmaschine ja kaputt ist. Und kommt einiges darauf zu, auf den Tag hinaus. Das nennt man Freundschaft. Vor allen Dingen, dass auch Philipp seinen Privatwagen mir dann mal leiht, dass ich dann selbst in Solingen bin, weil er sagt sich, ob das Auto jetzt eine ganze Woche vor der Türe steht oder ob das in Solingen ist. Man finde ihn natürlich dann auch schön, weil durch Geldmangel natürlich auch kein eigenes Auto. Wie war eigentlich die Arbeit heute bei dir? Viel Stress. Und bei dir? Ja, bei mir immer noch. Tote Hose. Also ich könnte dich bei mir in die Gebäudereinigung reinbringen, aber du bräuchtest einen Führerschein dafür. Ich hatte leider noch nie einen besessen. Ja, wer nimmt ja großartig? Weißt du, mit meinem Rücken die Probleme? Das ist auch halb so wild, weil ich habe selber Bandscheibenvorfall. Und die scheiß Vorstrafe, die ich habe, weißt du ja. Das ist auch nicht so einfach, mit Arbeit zu kriegen. Also Gebäudereinigung, man denkt sich immer viel vor, man muss so viel machen. Es ist tatsächlich nicht wirklich anstrengend. Ich habe nichts gelernt. Ich habe eine Lehre angefangen, aber nachher durch die ganzen, ja, was soll ich jetzt sagen, durch die scheiße Bauerei, die ich gemacht habe, mit Knast und alles, nach 2 Jahren die Lehre abgebrochen und jetzt nochmal neu reinkommen, das würde für mich gar nicht mehr bringen. Ich habe 6 Jahre nicht gearbeitet und ich bin sehr gut, schnell und sehr gut reingekommen. In der Hinsicht, das würde er genauso schaffen. Wer weniger als 848 Euro im Monat verdient, lebt unterhalb der Armutsgrenze. 15% der Deutschen sind bedroht. Viele arbeiten trotzdem hart. Für Horst ist das keine Option. Er will sein Leben lieber genießen. Ist mal wieder Zeit für uns. Ja, sicher. Cut fahren. Ja. Das ist ja schon Monat her, ne? Ja. Hast du noch einen Bock? Aber eine andere Frage, Philipp. Du weißt ja, im Moment mein Hartz IV im Moment nicht da ist, ne? Kannst du mir das vorstrecken? Bis nächste Woche? Ja. Ist das machbar? Ja. 10 Euro für 17 Minuten. Kein preiswertes Vergnügen. 22 Euro. Danke. Mein hart verdientes Geld fällt mir mitunter schwer auszugeben, da ich 4 Kinder habe und ich dran denken muss, dass auch die versorgt werden müssen. Also ich sag mal, als Hartz-IV-Empfänger sollte man sich mal was gönnen und Spaß haben und nicht immer nur jetzt in der, sagen wir mal, in der Bude rumhängen oder da versauern, ne? Bringt ja nichts. Von der AG zu leben hat man nicht wirklich viel und irgendwo muss man ja sich auch mal ein kleines bisschen Spaß gönnen, auch wenn man nicht so wirklich viel hat.
Also verstehen kann ich das auf jeden Fall. Mit Vollgas gegen den Alltagsfrust. Zu seinen drei Kindern aus drei verschiedenen Beziehungen hat Horst keinen Kontakt. Den Unterhalt kann er aufgrund seiner Arbeitslosigkeit schon lange nicht mehr zahlen. Er hat aber richtig Fun gemacht, wieder für die 22 Euro mal ein bisschen Spaß zu haben hier. Okay, nochmal. Ich fand es auch super, von der hat mich aus der Klemme geholfen. Hab ich gern gemacht. Können wir das nächste Mal nochmal machen? Danke nochmal. Wie lange machst du das mit ihm mit noch, dass du ihn einlädst, dass ihr auch bei euch zu Hause die beiden, ich sag mal in Anführungszeichen, durchfüttert? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie lange wir noch Horst und Sabine aushalten können oder wie lange wir das überhaupt noch finanzieren können. Weil? Weil irgendwann das Geld auch mal knapp wird. Ich habe auch nicht sonderlich viel. Auch Andreas aus München muss jeden Cent zweimal umdrehen. Heute ist ein guter Tag. 40 Euro hat sich der Hartz-IV-Empfänger als Tagelöhner dazu verdienen können. Ich tue so immer, wenn ich täglich arbeiten gewesen bin, immer ein paar Cent in meine Sparbüchse. Wie man sieht, ist da schon ein bisschen was zusammengekommen. Ich denke mal so über 10 Euro. Und das sind halt die Ersparnisse, wenn ich dann ja zu Weihnachten nach Hause fahre. Nehme ich dann die Sparbüchse, kaufe mir dann davon mein Zugticket, damit ich meine Familie besuchen kann. Andreas stammt aus Gera und hatte eine schwere Kindheit. Zum Teil musste er sogar in einem Kinderheim leben. Grund genug für ihn, seine wenigen Habseligkeiten zu hegen und zu pflegen. Was ist der wichtigste Gegenstand so für dich? Am meisten bedeutet mir das Bild mit dem Foto halt. Das war meine leibliche Schwester. Aber es ist leider passiert, dass da ein betrunkener Autofahrer frontal reingefahren ist. Sie müsste halt dadurch ihr Leben lassen. Ich bin in 89 also über die tschechische Grenze in die Bundesrepublik geflüchtet. Bin in den 90er Jahren zu Besuch rüber, aber da galten halt noch die alten Gesetzregeln. Sozusagen habe ich eine sogenannte Republikflucht begangen und bin dadurch dann in die U-Haft gekommen. Und deswegen hatte ich das dann auch von der Polizei zu spüren bekommen, wo ich dann, ehe ich inhaftiert wurde, wurde ich natürlich da auch seelisch und körperlich misshandelt. Meine Schwester war nach der Zeit der U-Haft für mich die wichtigste Person. Ihr vorzeitiger Tod hat mich halt sehr geprägt, wo ich halt jahrelang zu kämpfen gehabt habe, darüber hinwegzukommen. Habe dadurch auch meine Arbeit verloren, bin gesundheitlich ziemlich angeschlagen gewesen und wollte mir dadurch auch selber das zwei-, dreimal das Leben halt nehmen. Andreas konnte monatelang nicht arbeiten, verlor seine Wohnung und landete im Obdachlosenheim. Doch er hat sich wieder aufgerappelt und schmiedet Pläne für die Zukunft. Es war schon immer ein Traum, eine eigene Werkstatt zu besitzen. Ich habe keinen finanziellen Gewinn dadurch, aber es ist besser, wenn man jemanden glücklich macht, ohne das Geld zu sehen, sondern den ihr lächelndes Gesicht und ein schönes Dankeschön dafür bekommt. Kumpel Chris schlägt sich derzeit ebenfalls als Tagelöhner durch. Für eine Fahrradreparatur fehlt ihm das Geld. Andreas' kleine Werkstatt ist seine Rettung. Was hast du für ein Problemchen? Tja, wenn ich bremse, geht die Gabel nicht mehr wieder richtig raus. Also müsste man neu geölt werden, dass die Stoßdämpfe wieder richtig funktionieren. Dauert ein paar Minütchen, dann kannst du es wieder mitnehmen. Als gelernter Betriebsschlosser hat Andreas auch schon mal für einen Fahrradhersteller gearbeitet. Ja, hallo. Jo, servus. Macht der Herr. Vier Stunden durfte Andreas seine Fähigkeiten bei dem Maschinenverleiher unter Beweis stellen. Sie haben meine Bewerbungsunterlagen durchgelesen. Ja, mit der Arbeit war ich schon zufrieden. Das war in Ordnung so. Na ja. Ich glaube aber eher, es wird nichts, weil der Bedarf ist halt nicht so gegeben im Moment. Die Hoffnung währte nur kurz.
Aber Andreas will nicht aufgeben. Ja, ich habe zwar jetzt eine Absage erstmal erhalten, aber muss halt im Grunde genommen nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern weiter motiviert sein, wie ich zur Jobbörse zu gehen und vielleicht zu hoffen, dadurch mal in einen festen Job reinzukommen. Die Jobsuche ist für Horst und Sabine kein Thema. Sie müssen sich um dringendere Probleme kümmern. Ihren Antrag auf Ratenzahlung haben die Stadtwerke abgelehnt. Der Strom bleibt aus, bis die Schulden komplett abgezahlt sind. Ja, mit den Mahnungen und Gebühren, ich weiß nicht, was der Blödsinn soll. Strom ist abgesperrt, dann sollen die erst mal warten, bis das gezahlt ist. Ja, mich nervt das. Und den Sinn verstehe ich auch nicht. Ich denke mal, die haben zu viel Geld, wenn sie da ganze Papier immer drucken. Ja, die Stromschulden belaufen sich ja über 1000 Euro. Also ich persönlich fühle mich sowohl vom Jobcenter als auch von der Stadt, von den Behörden, also so was von den Stich gelassen. So. Den Eindruck macht es ja, man wird ja eben, die Hilfe wird einem ja eh verwehrt. Mich lassen sie ja komplett erstmal ganz in Ruhe, weil ich kriege keine Anfragen für Job. Einladung kriege ich auch keine. Stimmt. Das ist eigentlich irgendwie komisch. Ja, aber hab ich seit Jahren schon nicht. Hast du noch nie? Nee. Du hast, glaube ich, ganz am Anfang hast du mal, glaube ich, Einladungen bekommen. Und dann hast du nachher eine Krankenmeldung eingereicht und dann musst du zum Amtsarzt. Oh, ja, vor fast 10 Jahren war das. Ja, und danach war nie wieder was. Und danach kam nichts mehr. Vielleicht bist du bei dem unter... Horst, du bekommst seit 10 Jahren keine Einladung mehr vom Jobcenter? Nee. Der ist... Ich habe damals eine Einladung gekriegt, hat auch ein Vorstellungsgespräch, war denn von einer Metalldingen war das? Ja. Er war aber zu schwer, habe ich mir den Rücken ein bisschen verdreht. Und dann bin ich beim Arzt gewesen, Krankmeldung, bin nachher auch zum Amtsarzt geschickt worden und seitdem habe ich nie wieder was von denen gehört. Weil du siehst das ja teilweise an mir. Na gut, viele kriege ich auch nicht oder habe ich nicht gekriegt, die habe ich ja wieder abgegeben, weil komplett falscher Job. Ja. Teilweise kriege ich Angebote, wo mir schon Arbeitgeber sagen, sie sind überqualifiziert dafür oder Französisch sprechen muss oder Voraussetzung Polnisch und Russischkenntnisse. So, und da ich gar keine Fremdsprache kann, habe ich gesagt, ist das blödsinnig, wenn ich mich darauf bewerbe. Ich bin eher der Zahlenmensch als der Sprachmensch. Gerade als Zahlenmensch müsste sie den Ernst der Lage eigentlich schneller fassen können. Stattdessen hat sie das Thema Jobsuche für sich erstmal hinten angestellt. Sabine weiß, dass sie auf die Hilfe vom Jobcenter angewiesen ist. Denn das Stromproblem wird immer bedrohlicher und schließlich gibt sie sich doch einen Ruck. Es ist morgens früh 7:30, ich bin noch müde. Ja, ist auch morgens früh 7:30. War ein Kollege von mir. Super. Wir sind auf dem Weg ins Jobcenter, um in der Notfallsprechstunde, die nur bis 9 Uhr offen ist, vielleicht doch noch ein Darlehen gewährleistet zu bekommen, dass die Stromschulden übernommen werden können. Heiz- und Mietkosten übernimmt bei Hartz-IV-Empfängern das Jobcenter, Stromkosten jedoch nicht. Gibt es für Sabine und Horst eine Ausnahme? Hat leider nicht geklappt. Die haben das, laut dieser Begründung haben die jetzt so abgelehnt, da wir damals schon mal 2008 Energieschulden hatten und aufgrund dessen jetzt keine nochmalige Gewährleistung kriegen. Ich habe jetzt überhaupt gar keinen Kopf für irgendwie mich über berufliche Situationen, mich mehr darüber Gedanken zu machen, weil ich möchte erstmal das Stromproblem jetzt klären. Hartz IV ist alle, das Jobcenter mauert. Doch es gibt einen Lichtblick. Für die Teilnahme an unseren Dreharbeiten erhalten Horst und Sabine 300 Euro. So, dann können wir ja nachher einkaufen gehen, ne? Für die Holzvertäfelung. Das stimmt. Bisschen. Ne? Endlich Geld in der Tasche zum Renovieren. Die Stromschulden sind vergessen. Viel wichtiger erscheint ihnen jetzt endlich die Wandverkleidung zu erneuern. Und dann werde ich das Laminat also senkrecht hochbauen. Und da kommt der Fernseher drauf und hast du so einen Holzhintergrund. Ah, schön. Ihr könntet das Geld ja jetzt auch nutzen, um zum Beispiel die Stromschulden zu bezahlen. Ja, na gut, hatten wir auch überlegt, das Geld von euch denn für die Stromschulden aufzuwenden. Aber im Prinzip von dem Geld sind die Stromschulden nicht beseitigt. Dann ist noch nichts Ganzes und nichts Halbes. Eben. Also, dann ist mir lieber das Geld hier zu investieren als in Strom. Es wäre auch ein, dass hier renoviert werden muss, weil sonst kann man keine Leute einladen. Dass man mit Besuch auch nicht im Dunkeln sitzen möchte, zählt nicht. Die Stromschulden sind schon wieder vergessen. Jetzt gehen die beiden erstmal shoppen. Auch wenn man nur Hartz-IV-Empfänger ist, darf ich sie schön zu Hause haben? 90 Euro gab es beim Einzug vom Jobcenter für die Renovierung. Viel zu wenig, um endlich die Umzugskartons auspacken zu können. Doch das ändert sich heute.
100, danke schön. Freust du dich, dass ihr die Sachen jetzt gekauft habt? Oder schwingt auch ein bisschen schlechtes Gewissen mit, weil ihr das Geld nicht für die Stromschulden jetzt nutzen könnt? Sagen wir mal so, ich freue mich eigentlich besonders, dass wir jetzt die Sachen haben. Das wird renoviert, kann jetzt renoviert werden zu Hause. Ein schlechtes Gewissen wegen den Stromschulden haben wir eigentlich nicht. Also ich persönlich jetzt nicht, weil mit dem Geld hätten wir es nicht bezahlen können. Deshalb wird jetzt für 74,02 € die Wohnung auf Vordermann gebracht. Horst weiß auch schon ganz genau, wie es werden soll. Ja, und so rate ich jetzt später denn vor, von oben an. Ja, doch, gute Idee gehabt. Ja. Was machst du mit dem Rest? Die haben 300 von uns bekommen. Da werden noch andere Sachen angeschafft. Die kleinen Teile, die kommen aber nachher. Erstmal müssen wir gucken, dass hier die Wände fertig sind. Bahnhof München-Pasing. Über Monate hat Tagelöhner Andreas jeden Cent eisern gespart. Nur für einen einzigen Zweck. Ich war jetzt fast 2 Jahre nicht zu Hause bei meiner Familie, weil ich halt die finanziellen Mittel nicht dazu gehabt habe. Jetzt habe ich mir durch die Jobbörse ein bisschen was zusammengespart und kann mir jetzt endlich mal ein Ticket kaufen, um meine Familie zu besuchen. Mutter, Stiefvater und Halbschwester leben in Gera. In München ist Andreas ganz allein. Ich freue mich halt, dass ich das Ticket kaufen konnte und meine Familie endlich mal wieder zu besuchen. Ein kleiner Erfolg, den sich Andreas aus eigener Kraft erarbeitet hat. Einen ganz großen Erfolg hingegen scheinen Horst und Sabine eingefahren zu haben. Der Fernseher läuft wieder. Klar, dass die Renovierung dann erst mal zweitrangig ist. Ihr habt Strom? Ja, dank einer Institution, die uns geholfen hat, einen Kleinkredit zu geben, ein zinsloses sogar, von 1025,42 €. So, und wir zahlen halt monatlich jetzt vom Jobcenter aus von unserem Hartz IV, wird automatisch Akku direkt auf das Konto der Institution. Bloß damit wir dann nichts mehr zu tun haben, und seitdem läuft alles ganz gut. Das ist jetzt seit fast 2 Monaten haben wir das jetzt. Eine soziale Einrichtung ist Horst und Sabine zur Seite gesprungen. Der Strom ist wieder da und mit ihm ein deutlich verbesserter Lebensstandard für das arbeitslose Paar. Also geilste fand ich ja, wir hatten, ja, wie wir den Strom hatten, einen anständigen Kaffee zu trinken. Und vernünftig warm duschen. Warm duschen und den Föhn zum Haare föhnen für mich. Oh, der war einfach Traum. Ist es nicht der einfachere Weg, zu einer sozialen Einrichtung zu gehen und danach Geld zu fragen, als jetzt selber diese 1.000 € irgendwie zu erwirtschaften? Es ist einfacher. Sagen wir mal so, einfacher kann man jetzt sehen, wie man will. Es geht nur schneller. Über 200.000 € Schulden hat das Paar gemeinsam auf der Uhr. Nun also noch mal 1.000 € mehr. Das Renovierungsmaterial hingegen steht immer noch ungenutzt herum. Man hat sich dran gewöhnt an den Anblick, dass da Farbeimer stehen. Stören, dass es noch nicht an der Wand ist, tut es einem trotzdem. Man gewöhnt sich halt eben. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Man ist zwar komisch, irgendwo ein Fernsehen hier zu haben, und man guckt da hin und sieht immer die unfertige Wand. Naja, den Fernseher haben wir von einem Bekannten vorfinanziert gekriegt. Eventuell kann ich da bei ihm auf Ratenzahlung oder bei ihm ein bisschen mithelfen, beim Abarbeiten, je nachdem in der Wohnung, wenn er renoviert oder so. Es war ja halt eben jetzt einfach, den Fernsehen zu organisieren, damit man wieder am alltäglichen Leben mit teilnehmen kann, weil irgendwelche Leute erzählen, ja, hast du das oder das im Fernsehen gesehen? Und dann zu sagen, nee, wir haben kein Fernsehen, dann wirst du sowieso dumm angeguckt. Ich möchte nicht wissen, ob der eine oder andere nicht gedacht hat, was sind das denn für Asoziale? Haben wir nur ein bisschen Fernsehen? Die Schuldenspirale dreht sich weiter für Sabine und Horst. Aber einen Willen zur Besserung können wir auch am Ende der Dreharbeiten nicht feststellen. Also ich bin ganz ehrlich, von meiner Meinung, was ich am Anfang gesagt habe, gehe ich nicht von weg. Es lohnt sich nicht wirklich, in Deutschland zu arbeiten.